An der Spitze vor Vivian Wells, dahinter sieht man dann Nacido außen und Zachary wird ebenfalls mit in die vorderste Linie beordert. Zachary jetzt im Vorteil vor Valcava und Vivian Wells. Dahinter sieht man dann an der Außenseite Sea of Joy dicht auf. So geht es das erste Mal in den Bogen hinein. Zachary also vorne weg vor Valcava und an der Außenseite Sea of Joy, dann zwei Längen bis zu Vivian Wells mit Nacido. Und an der Innenseite galoppieren Niagaro, dahinter Nastaria und Diamantis am Ende des Feldes. Es geht das erste Mal in den Einlauf. Zachary mit zwei Längen an der Spitze marschiert vorweg vor Valcava mit Sea of Joy, innen Vivian Wells, dahinter dann die Gruppe mit Nacido. Dann sieht man Niagaro mit Nastaria und Diamantis am Ende des Feldes. So wird das erste Mal die Tribüne passiert. Zachary mit gut einer Länge vorneweg, unverändert vor Valcava, dann Sea of Joy vor Vivian Wells und Nacido, dann Niagaro mit Nastaria und am Ende des Feldes bleibt Diamantis. In dieser Reihenfolge geht es in den nächsten Bogen hinein. Zachary jetzt mit zwei Längen vor Valcava, außen Sea of Joy, innen Vivian Wells, dahinter dann Nacido mit Niagaro, Nastaria und am Ende des Feldes, da galoppiert Diamantis. So sind die Pferde jetzt wieder an der Gegenseite angelangt. Unter der Führung von Zachary geht es auf den Mittelpunkt der Gegenseite zu und gleich an die ursprüngliche Startstelle. Dahinter dann in zweiter Position Valcava. Sea of Joy ist mit dem dritten Platz im Moment zufrieden mit der Position. Den gleichen Eindruck hat man auch bei Vivian Wells. Dahinter dann Nacido mit Niagaro und dahinter folgt dann an der Außenseite Nastaria und Diamantis unverändert am Ende des Feldes. Es geht in den Schlussbogen hinein. Zachary weiter vorne. Zachary führt dahinter Valcava vor außen Sea of Joy. Dahinter dann an der Außenseite Nacido. Dann sieht man weiter innen daneben galoppierend Niagaro und Diamantis bleibt am Ende des Feldes. Aber Zachary weiter vorne. Jetzt geht es gleich in den Einlauf hinein. Sea of Joy außen zweites Pferd. Valcava lässt sich da so ein bisschen schon anfassen von Sibylle Vogt. Dahinter dann Nacido aus Nastaria kommt aus hinteren Regionen, dann Vivian Wells. Die Pferde sind im Einlauf. Zachary ist vorne, Zachary unverändert. Dahinter kommt jetzt aber der Vorstoß von Nastaria. Die hat wohl nur darauf gewartet. Nastaria an der Bahnmitte ist vorne. Wer kann da folgen? An der Innenseite Diamantis. Dann ist er, kommt jetzt aber auch Niagaro immer besser auf Touren. Aber Nastaria ist deutlich voraus. Ist überhaupt nicht zu gefährden. Nastaria gewinnt hier, wie sie will. Nastaria mit 3, 4, 5 Längen. Nastaria gewinnt vor Niagaro, dahinter Diamantis auf dem dritten Platz vor Vivian Wells und Nacido. Und dahinter sah man dann den Rest mit ganz an der Innenseite Nacido.